Und er biegt in die Zielgerade ein und zeigt ein ungewöhnlich dunkles Bild. Denn ich habe beschlossen, ich spiele das Spiel heute durch. Versuche ich. Nicht in einem Stück, sondern in zwei. Ich brauche irgendwann mal eine Pause. Also was brauche ich? Ein bisschen, was weiß ich, was essen? Nahrungsaufnahme. Oh. Ja, und dunkler deswegen, weil ich den Schluss will ich in eine Helligkeit spielen, die für mich verträglich ist. Was heißt verträglich? Also eine Helligkeit, die für mich dunkler ist. Weil es für mich ja zu hell ist. Bei euch wird es dann noch dunkler sein. Das könnt ihr von mir aus fixen, indem ich euch jetzt gleich dann zeige, was ich vom Bild noch sehen kann und was nicht. Und dann könnt ihr euch das so anpassen oder nicht, dann habt ihr Pech, aber ich habe Spaß. Darauf kommt es mir zumindest an. Ja, also. Wir sind... nach unten springen? Jetzt bin ich gespannt. Wow. Okay. Das war geil. Sie sind tot. Was? Wirklich? Ha! Ja. total bescheuert. Okay, ich habe eine richtig geile Bug gefunden. Gleich nochmal. Na? So. Also, wir springen in den Boden rein und schauen uns mal um. Aha. Okay. Ich denke mal, wir gehen mal da lang, 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 da hinten ist ein Fernseher. Gut zu wissen. Aber wie komme ich da hin? Ist das geil? Okay, ich weiß schon mal, dass da irgendwo ein Fernseher ist. Und jetzt springe ich und falle. Und bin tot. Ja. Hallo. Sie sind tot. Also. Ja, das war jetzt nicht geplant, also, aber lustig. Mir hat's gefallen. Gut, was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Ich hoffe mal, die ganze Story klärt sich jetzt auf. Also, die ganzen Nebenstories, Facts, Infos, was weiß ich, weil eigentlich ist die Story ja bloß, dass wir diesen dämlichen Serial Killer X hinterher rennen, nur um ihn dann, was weiß ich, festzunehmen, abzuknallen, vergewaltigen, mit ihm Tasse Tee trinken, ich weiß es nicht. Aber ich möchte auch, dass diese ganzen Nebensachen geklärt werden, wie zum Beispiel, warum zur Hölle sind da so viele Junkies voll Agro? Wo kommen diese dämlichen Zombies her? Was machen diese ganzen Raben da? Und warum hat das FBI eine Akte von mir angelegt und ist scharf wie eine räudige Hündin auf mich? Was soll das? Was soll das? Andererseits braucht man sich nicht wundern. Ich meine, das Spiel, ich habe die These ja schon mal aufgestellt, ist von... klientlosen, arbeitslosen Psychiatern, Therapeuten, was weiß ich, Vegetariern, egal, entwickelt worden in Co-Produktion mit denen halt. Da braucht man sich nicht wundern, dass sie sowas machen. Wahrscheinlich am Schluss, ja, wir haben den gefasst, super, und der Rest ist immer noch nicht geklärt. Nur, und das ist ganz absichtlich, nämlich, dass wir danach zu dem hingehen und sagen, Herr Doktor, ich habe das Scheißspiel durchgespielt, ich weiß immer noch nicht, was mit diesen Zombies ist und warum sind da immer noch solche dummen Raben? Nur damit der Doktor sagen kann, ja, dafür gibt es nur eine Lösung. Nämlich Spiel Condemned 2. Tja, und dann sag ich, aber ich habe keine Xbox oder PS3. Dann sagt der Doktor, tja, auch dafür gibt es eine Lösung. Eventuell sogar zwei. Kauft ihr eine Xbox, PS3 oder kauft ihr beides? Und genau wenn er das sagt, hau ich ihm eine Tastatur in die Fresse. Und geh weg. Denn ich unterstütze keine Konsolen, da diese Konsolen... erwiesener... Oh, da ist ein Metallteil. Ich unterbreche meinen Redeschwall und nehme mir ein Metallteil. Was mir gerade auffällt... immer, wo solche Augen und Vögel an der Wand sind, sind solche Metallteile. Ha! Ha! Ist ja toll, dass mir das gegen Ende des Spiels auch mal auffällt. Sehr gut gemacht, Alex. Sehr gut gemacht. Ja, ich werde auch demnächst... Nein, erstmal beende ich meine These. Denn Konsolen zerstören gute PC-Spiele. Crysis 2. Ja. Ich denke, damit ist alles gesagt. Gut. Oh, ich habe Bildfehler an der Seite. Nein, nicht schon wieder. Scheiß Bildschirm. Egal. Also, zur Helligkeit. So, Licht aus.
Was sehe ich noch? Ich sehe zum Beispiel da hinten noch, seht ihr diesen weißen kleinen Kanister? Wenn ich ausmache, sehe ich den immer noch schemenhaft. Ja? Also orientiert euch mal daran. Okay? Dann oben seht ihr diese Lampe oder was auch immer, das ist da abgebrochene Lampe. Da, wo meine Lampe drin steckte. Wenn ich... Oh, Lichtreflexion an meiner Axt. Cool. Na komm. Spotlight, Spotlight, Spotlight auf die Axt. Geht's noch? Komm, komm schon. Geht nicht. Scheißegal. Oh, da. Sie blitzt auf. Jing. Blitzender Stahl. Wenn ich die ausmache, dann sehe ich die... Ja gut, ich sehe sie noch. Aber kaum. Also, daran könnt ihr euch orientieren. Warum habe ich jetzt am Anfang so viel geredet? Egal. Puh, also, jetzt wieder gewohnt, sachlich, abgeklärt und da ist Wasser am Boden. Habe ich noch irgendwas vergessen zu sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da... Oh, hallo Kumpel. Und da... Ha, da liegt ein Vogel. Seht ihr den? Ja, sehr schön. Toll, wie komme ich da ran? Was? Bolzenbrett? Na gut. Ach ja, ich heb alles mal auf, denn mir ist aufgefallen, ich habe noch immer nicht den Erfolg für alle Dingsbums. Nahkampfwaffen, Dinger. Oh, da geht's hoch. Und ich weiß nicht, was soll denn da noch kommen? Ich meine, das Fleischerbein habe ich ja auch gehabt. Das hätte ich auch gerne wieder. Ja, nach dem Rendezvous mit dieser netten Köchin. Die hat mir leider kein Pausenbrot gemacht, die dumme Kuh, aber... Naja, geh mal halt hungrig weiter. Ist da jemand? Ich habe keinen Bock, da entlang zu laufen. Wetten, da kommt was aus dem Vorhang raus. Ah! Doch nicht. Hä? Haha, und ich werde durch die Tür. Ich Idiot. Garantiert steht da einer. Nein, steht keiner. Oh, da geht's runter. Natürlich wollen wir nach unten. Ja. Okay. Ah, jetzt komme ich zum TV vielleicht, das ich vorhin gesehen habe. Na? Auf jeden Fall ist da schon mal ein Vogel. Es fehlen noch zwei. Kann ich das einreißen? Nein, kann ich nicht. So. Ha! Das ist die Bronze. Testbild TV. Cool. Und wo ist jetzt der Wichser hin? Also, dieser sonst was? Arsch. Ich weiß nicht, wie soll ich ihn nennen? Zombie. Ja. Was mir auffällt, ich fluche ziemlich viel in dem Spiel, aber ich glaube, das ist auch normal. Ich meine, naja, was soll man da schon anders sagen als zu den Gegnern als du dämliches Arschloch. Hi, wir sind draußen. Was soll denn das jetzt? Oh, endlich raus aus dieser Drecksschule. Sehr schön. Hier sieht es mir verdächtig nach Pixelbrei aus. Mh, lecker. Pixelbrei. Ein Pizza Hut. Ha, ha, ha. Kann ich da drüber klettern? Nein, wir machen auf. Spielplatz. In dem Horrorgame nichts Gutes. Aber ich gehe trotzdem drauf. Ich will Fußball spielen. Hört ihr die Kinderstimmen? Oh Mann, das war so klar. Kick! Und Elfmeter! Hey, ich hab gesagt... Oh, ich hab sogar getroffen. Cool. Wo ist das Tor? Warum ist hier kein Tor? Was soll denn das? Das ist doch scheiße. Kick! Yeah! Oh! Mit Spin! Oh, ein Pentagramm. Ein weißes Pentagramm. Das gegen böse Dinger schützt. Wow, der war gut. Der war gut. So. Kommt da irgendwas raus? Nein. Aber wir machen das Teil zu. Da kann auch nichts mehr rauskommen. Was liegt da? DDP, dicker Polizist. Was bin das ich? Thomas. Nein. I just wanted to make sure you met me out front when we were done. I didn't want to interfere with the investigation, but... Was? Alter. Alter. Oh. Okay. Jetzt sehen wir den echt mal in voller Größe.
Holy fucking Samurai Shit. Okay, die Leiche ist auch weg. Das war dann wirklich ich. Mann, sehe ich gut aus. Hahaha! Ha, ha. Vergiss es! Es ist so vergessen. Wow. Er ist wieder aufgestanden. Ja, oh, da ist noch einer. Na, komm, 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 komm. Hahaha. Ah, noch einer. Ja, genau, prügelt euch. Ein Dollar auf dem rechten. Und? Oh, nein, ich glaube, ich verliere. Verdammt! Los, mach schon! Hey, nicht abhauen! Los, kämpf! Hopp! Ho, ho, ho! Schieß! Nein, nicht auf mich! Nicht auf mich! Geh auf ihn! Geh auf ihn! So, sehr schön! Verdammt, ich hab verloren! Na, warte. Da sind noch mehr. Stirb! Oh, okay. Gut. Scheiß Chris Barnes. Wow, 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 wow!